Okay, wir haben uns gestern mit seltsamen Gleichungen befasst und mit den Gleichungen steigen wir heute ein. Und zwar sah eine Gleichung so aus. 2x plus 1y ist gleich 1. So. Das ist eine Gleichung mit zwei Unbekannten, x und y. Und Sie haben sich gestern Gedanken gemacht, was sind die Lösungen dieser Gleichung? Und Sie haben festgestellt, da gibt es unendlich viele. Ja? Also eine Lösung beispielsweise ist, wenn ich für x 0 einsetze, dann steht ja 2 mal 0 ist gleich 0, plus 1 mal 1 ist gleich 1. Also 0 und 1 ist ein Paar ganzer Zahlen, das diese Gleichung löst. Und genau, da war gestern auch die Frage, welche Zahlen dreht sich sie eigentlich, aus welcher Menge dürfen wir denn hier x, y nehmen? Es geht immer um die ganzen Zahlen jetzt in dem Kontext. Ja? Also wir dürfen hier ganze Zahlen einsetzen. Außerdem haben Sie gestern festgestellt, dass wenn ich jetzt hier 1 drauf addiere, auf das x 1 drauf addiere, dann kommen ja letztlich hier 2 dazu. Also wenn ich eine Lösung habe und ein x mehr nehme, dann kommen hier 2 dazu. Also muss ich hinten wieder 2 abziehen. Also müsste ich ja eigentlich, wenn ich vorne 2 drauf tue, hinten y um 2 verringern. Minus 2. Schauen wir mal, ob das stimmt. 1 minus 2 ist das eine Lösung. Hier ist 2 mal 1 gleich 2. Ah nee, um 2 verringern. Hier stand ja 1, genau. Also muss hier minus 1 stehen. So, schauen wir mal, ob das jetzt eine Lösung ist. 2 mal 1 ist gleich 2. Und jetzt ziehe ich noch minus 1 ab, kommt 1 raus. Und so kann man weitermachen. Ne? Wenn ich jetzt hier 1 dazu tue, muss ich hinten 2 abziehen. 2 mal 2 ist 4, minus 3 ist 1. Stimmt. Ne? Ich kann unendlich so weitermachen. Das heißt, es gibt unendlich viele Lösungen. Und im Übrigen kann ich auch nach links weitergehen. Also wenn ich von x 1 wegnehme, muss ich bei y 2 dazu tun. Okay, funktioniert. Unendlich viele Lösungen. Außerdem hatten wir eine andere Gleichung gehabt. 6x plus 9y ist gleich 18. Auch bei dieser Gleichung, ohne jetzt genau auf die Lösungen einzugehen, haben wir festgestellt, da gibt es unendlich viele Lösungen. Wir hatten aber auch eine Gleichung gehabt. 6x plus 9y, lasse ich die linke Seite mal gleich, ist gleich 14. So, da haben wir gesucht und gesucht und gesucht und keine Lösung gefunden. Natürlich heißt es erstmal nichts, wenn man keine Lösung findet, kann sein, dass es trotzdem welche gibt, man ist vielleicht nur zu doof zum Suchen. Aber dann haben wir uns mal zurückgelehnt und haben überlegt, können wir denn begründen, warum es keine Lösung geben kann? Und da sind Sie auch relativ schnell auf eine gekommen, nämlich die linke Seite, die kann ich durch 3 teilen. 6 ist durch 3 teilbar, 9 ist durch 3 teilbar. Das heißt, alle Zahlen, die ich mit diesem Ausdruck bilden kann, egal was ich für x und y einsetze, die linke Seite ist durch 3 teilbar. Die rechte Seite nicht. Kann also nicht klappen. So. Mit dieser Art von Gleichung werden wir uns heute befassen. Insbesondere klären, wann haben denn diese Gleichungen eine Lösung? Wie findet man eine? Und wenn man eine hat, wie findet man alle? Diese Art von Gleichungen heißt oder heißen lineare diophantische Gleichungen. Warum heißen die diophantische Gleichungen? Da gab es einen Mensch in der Antike, der hieß Diophant und der hat sich damit befasst. Der hat da alle möglichen Gleichungen untersucht. Das ist ein spezieller Fall, deswegen nennt man diesen speziellen Fall lineare diophantische Gleichungen. Kommen keine Quadrate und sowas vor. Der Begriff linear weist auch noch auf eine andere Interpretation hin. Wenn ich zum Beispiel mal diese Gleichung nehme, 2x plus 1y ist gleich 1, dann versucht man,
sozusagen eine Linearkombination zu bilden, derart, dass 1 rauskommt. Das schauen wir uns gleich nochmal allgemein an. Wie sehen solche Gleichungen jetzt allgemein aus? Also wir haben jedes Mal ein x und ein y da stehen, ne? Also zwei Variablen, zwei Unbekannte. So, und dann haben wir hier noch Vorfaktoren stehen, das wird addiert und dann kommt hinten eine dritte Zahl c raus mit a, b, c aus den ganzen Zahlen. Die allgemeine Frage ist also, für gegebene a, b und c, welche x, y erfüllen die Gleichung? Anders formuliert, mit welchen x und y können hier mit a und b Linearkombinationen gebildet werden, derart, dass c rauskommt? Ja? Wir wollen a mit was multiplizieren, b mit was multiplizieren, addieren, das ist eine Linearkombination. Mit welchen x und y kommt denn c raus? Ja. Genau, Sie haben schon eine Vermutung. Man muss den GGT von a und b bilden und gucken, ob der c teilt. Ne? Genau. Die linke Seite ist immer durch den GGT von a und b teilbar und deswegen muss auch die rechte Seite durch den GGT teilbar sein. Darauf wird es jetzt hinauslaufen. Genau. Die Frage bleibt aber dabei, wie findet man die Lösung, ohne zu probieren? Und wie findet man alle Lösungen? Und in dem Kontext werden wir auch beweisen, dass es so ist, dass der GGT die rechte Seite teilen muss. Okay, jetzt starten wir mit den linearen diophantischen Gleichungen. Wir untersuchen vor Beginn, also was heißt vor Beginn, zu Beginn, bevor wir jetzt damit anfangen mit dem ganz allgemeinen Teil, eine spezielle Form der linearen diophantischen Gleichung, nämlich, Sie haben gerade gesagt, die rechte Seite muss den GGT A von A und B teilen. Bitte? Von X und Y der GGT. Von A und B, genau. Ja. Also eine Bedingung ist, die rechte Seite muss vom GGT A und B geteilt werden. Aber da bleibt trotzdem noch die Frage offen, ob denn immer dann, wenn C durch den GGT teilbar ist, auch Lösungen existieren. Ja? Also, dass der GGT die rechte Seite teilen muss, damit Lösungen existieren, ist klar. Aber wenn er sie teilt, ist es dann immer so. Oder gibt es auch Fälle, wo der GGT die rechte Seite teilt, aber keine Lösung existiert? Oder vielleicht nur eine oder so? Ja? Also das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und wir beginnen mal mit einem einfachen Spezialfall Ihrer Vermutung. Nämlich, wir beginnen mal mit folgender Gleichung. AX plus BY ist gleich GGT von A und B. Und untersuche mal diese Gleichung. Ja? Weil für diese Gleichung finden wir die Lösung ganz einfach, finden wir eine Lösung ganz einfach und können dann auch daraus ableiten, dass letztlich immer dann, wenn die rechte Seite, wenn das C durch den GGT von A und B teilbar ist, tatsächlich auch Lösungen existieren. Gut. Also, wir beschäftigen uns erstmal mit diesem Spezialfall, um dann auf den allgemeinen Fall überzugehen. Und dieser Spezialfall, um den zu behandeln, brauchen wir den erweiterter euklidischer Algorithmus. So. Wir führen erstmal den euklidischen Algorithmus mit einem Beispiel durch. Und zwar habe ich mir ein geschicktes Beispiel überlegt, wo man ein paar Zeilen hat, nämlich 128 und 34. Also wir wollen den GGT bestimmen von 128 und 34. So,
Jetzt machen wir erstmal den normalen euklidischen Algorithmus. Sie passen auf, dass ich mich nicht verrechne. Hier vorne sieht man in der Tafel häufig nicht, wenn man sich verrechnet. Also, der GGT von 128 und 34, was müssen wir machen? Wir müssen erstmal Division mit Rest machen. Wir haben hier A und B. Ich teile A durch B mit Rest und der Rest, der rauskommt, den verwenden wir dann in der nächsten Zeile. Also, was ist 128? Und die erste Zeile. Wie oft geht da die 34 rein? Mal überlegen, Kopfrechnen, dreimal. Ja. 3 mal 34. Was bleibt für den Rest? 26. Okay. So. Sie erinnern sich, wir haben immer die Form A ist gleich Q mal B plus R. Das ist Division mit Rest. Gut, dann machen wir weiter, so lange bis wir den GGT gefunden haben. Sie wissen, man muss jetzt das B nehmen, das wird zum neuen A und das R wird zum neuen B. Wir müssen also gucken, wie oft geht die 26 in die 34? Naja, das ist einmal geht die da rein und da bleibt der Rest 8 übrig. So, nächste Zeile. Sind mittlerweile geübt, 26 und die 8. Wie oft geht die 8 in die 26? Dreimal. 3 mal 8 plus 2. So, wir nähern uns dem Ende. Geübte euklidische Algorithmen-Anwender sehen bereits, wir sind fast da. 8 ist gleich, wie oft geht die 2 in die 8? 4 mal geht die 2 in die 8 plus 1. Plus 0. Witzig, wenn sich rumdreht und auf einmal völlig entsetzte Gesichter sieht, weil da 1 steht und nicht 0. So, bin ich verrechnet sonst noch irgendwo? Ganz wichtig jetzt, ansonsten wird alles falsch später. Okay. So, also wir wissen jetzt, der GGT ist 2, haben wir rausgekriegt, ne? Das ist ein kleiner GGT. Okay. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, folgende Gleichung aufzustellen. 128 mal x plus 34 mal y ist gleich 2. A mal x plus b mal y ist gleich der GGT. 128 mal x plus 34 mal y ist gleich 2. Jetzt könnte man das wieder durch Probieren rauskriegen. Aber der euklidische Algorithmus hilft einem, x und y einfach direkt zu bestimmen, ohne probieren. Also mit einfachen Fällen klappt das mit probieren, in komplizierten sitzt man da ewig dran. Es gibt einen Algorithmus, nämlich einen erweiterten Algorithmus. Wenn wir jetzt noch ein paar Schritte durchführen, dann sehen wir die Lösung direkt. Die Idee dabei ist die folgende. Gehen wir mal in die vorletzte Zeile. Ja, in der vorletzten Zeile steht hier hinten ja die 2. So. Wir wollen die 2 bei dieser Gleichung, bei dieser diophantischen Gleichung auf einer Seite haben. Und wir können die 2 auch jetzt hier darstellen in Abhängigkeit der anderen Zahlen, die in der vorletzten Zeile stehen. Ich schreibe das mal hier hin. 2 ist gleich, naja, wir müssen von 26 3 mal 8 abziehen, ne? 26 haben wir jetzt 3 mal 8 abgezogen. Was wir jetzt hier letztlich da stehen haben, ist auch eine diophantische Gleichung. Ja, halt nur mit x und y eingesetzt. Wir haben einmal a plus minus 3 mal b ist gleich das c. So, also wir haben 26 und 8 als A und B und wir stellen die 2 als Linearkombination von 26 und 8 dar. Hier ist der Vorfaktor 1, hier ist der Vorfaktor minus 3. Das klappt in der letzten Zeile immer, in der vorletzten, weil in der vorletzten Zeile steht hier der GGT. So. Wir wollen ja aber den GGT in Abhängigkeit als Linearkombination dieser beiden Zahlen darstellen. Und wenn wir jetzt rückwärts arbeiten, arbeiten wir uns genau dahin. Die Frage ist nämlich, wie kommt eigentlich die 8 zustande? Die 8 hier, das sehen wir in der vorherigen Zeile. Die 8 ist nämlich gerade 34 minus 1 mal 26. Also, wir können das Ganze auch so schreiben. 26 minus 3 mal, und jetzt ersetzen wir die 8, also die Zahl, die sozusagen 1 drüber steht, die hier
Jetzt formen wir diese Gleichung so um, dass die 8 auf einer Seite steht und setzen das da ein. Ja? So, 8 ist gleich 34 minus 1 mal 26. Naja, jetzt müssen wir das Ganze noch auflösen. Also Ausklammern, Distributivgesetz anwenden, 26 minus 3 mal 34, wir rechnen das mal nicht aus, ja? wir lassen es mal so dastehen, minus 3 mal 34 plus 1 mal 26, oder? 3 mal 26, danke. Sehr gut, dass Sie aufpassen. Immer gut aufpassen, wenn ich jetzt einen Fehler mache, ist das echt schlecht, dann müssen wir am Ende nochmal gucken. So, das heißt, wie viel 26er haben wir und wie viel 34er? Wir haben, nehmen wir mal die 34 nach vorne, wir haben minus 3 mal 34 plus 4 mal 26. Ne? Kurz kontrollieren. Ja. Das heißt, wir haben jetzt den GGT dargestellt als Linearkombination dieser beiden Zahlen. Vorher hatten wir ihn als Linearkombination dieser beiden Zahlen dargestellt. Jetzt haben wir ihn schon als Linearkombination dieser beiden Zahlen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, worauf es hinausläuft. Wir werden jetzt dasselbe Verfahren immer so weitermachen, also jetzt hier nach der 26 auflösen und so weiter, bis wir letztlich den GGT als Linearkombination dieser beiden Zahlen da stehen haben. Ja? Okay, machen wir mal. Also wir wissen, die 2 ist minus 3 mal 34 plus 4 mal 26. Wie kommt die 26 zustande? Ja, das ist ja diese Zahl hier. Wir lösen die oberste Gleichung jetzt wieder nach 26 auf. Also minus 3 mal 34 plus 4 mal 26. Die 26 ist 128 minus 3 mal 34. Ja, okay. Also vielleicht können wir es gleich im Kopf machen. Wie viel 128er haben wir hier drin? 4. Ja? 4 mal 128. Und wie viel 34er? Hier haben wir minus 3 und hier haben wir 4 mal minus 3. Also minus 12. Insgesamt minus 15. Minus 15 mal 34. Minus 3 plus 4 mal minus 3 mal 34. So, minus 15 mal 34. Fertig, ne? Wir haben den GGT als Linearkombination dargestellt von A und B. Wir brauchen 4 mal 128 und minus 15 mal 34. Wenn man das addiert, kommt der GGT 2 raus. Ich wette mit Ihnen, Sie hätten einige Zeit gebraucht, um das durch Probieren rauszukriegen. Ja? Man probiert ja immer erstmal mit kleinen Zahlen und so, aber dass man da auf 15 kommt, ist natürlich schon erstaunlich. So. Okay. Ich fahre das mal nach oben. Jetzt ist der erweiterte euklidische Algorithmus in dieser Form, wenn man ihn da so durchführt, ein bisschen mühsam.